VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services. Hallo zusammen, Glückwunsch an SV Meppen zum Sieg. Ich glaube, wir sind gut ins Spiel reingekommen, haben eine gute Kontrolle. Wir kriegen den Elfmeter, glaube ich, haben Glück, dass es nicht verwandelt wird, klar, wenn du einen Elfmeter kriegst. Haben zwei, drei Mal Abseitssituationen gehabt, die ein bisschen bitter waren für uns, haben eine gute Chance mit Matsimoros, aber wir haben zwei, drei sehr gute Einschussmöglichkeiten, vor allen Dingen nach dem geschlossenen Elfmeter, wo wir in Führung gehen können. Ich denke, das wäre ein psychologisch wichtiger Vorteil gewesen. So wie das Spiel gelaufen wäre für uns, dass wir die zwei, drei Riesenchancen, die wir hatten, auch einen, zumindest einen davon nutzen und dann in Führung gehen. Wer weiß, was passiert. Meppen kam trotzdem aber zu leicht zu Chancen in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit haben wir zu passiv agiert, hat Meppen uns ein bisschen Schneider gekauft, haben wenig Entlastung gehabt. Wir kriegen dann die Gegentor aus dem 83. aus dem zweiten Reihentor, einen Torschuss, wo wir das Zentrum offen haben, nachrücken, keinen Druck auf den Ball erzeugen. War bitter für uns, trotzdem kam die Mannschaft gewesen. Und hat ein paar die Funk auch die ähnliche Situation, ähnliche Schusschance gehabt, die ja sehr gut gehalten wird vom Torhüter. Insofern können wir uns nicht beschweren, wenn wir so Chancen liegen lassen und der Gegner in der zweiten Halbzeit so Druck macht und wir im Zweikampf auch ein bisschen unterlegen waren, dass das Spiel dann ist. Danke. Ja, ich glaube, man hat in der ersten Halbzeit, gerade nach dem verschossenen Elfmeter, deutlich gemerkt, dass die Jungs nicht locker waren, dass sie nicht frei waren. Ja, sicherlich auch ein Grund aus den letzten Spielen. Und wir hatten trotzdem in der ersten Halbzeit, was mein Kollege gerade richtig sagt, trotzdem auch noch die eine oder andere gute Möglichkeit. Gehen dann sicherlich auch glücklich in die Halbzeit mit 0-0, weil allen dann auch in der ersten Halbzeit schon zwei richtig gute Möglichkeiten hatte. 1-1. Wo dies auch in der Phase uns am Leben hält. Ich glaube, eine gute Kopfballsituation nach dem Eckball, wo der Schnellwacher frei zum Kopfball kommt. Also da haben wir schon ein bisschen Glück gehabt. Und in der Halbzeitpause habe ich den Jungs gesagt, Männer, man merkt deutlich, dass ihr Angst habt. Und wir haben nur eine Chance, wenn wir uns jetzt hier in dieses Spiel zurückkämpfen. Das ist das, was wir abliefern können. Und wir müssen alles investieren, auch wenn nicht alles funktioniert. Und ich glaube, gerade in der zweiten Halbzeit haben wir dann auch mehr Spielanteile gehabt. Und ich glaube, so einen Sieg haben wir jetzt einfach auch mal gebraucht, kurz vor Schluss, dass Thilo das Ding dann da reinhämmert. Und das freut mich jetzt für die Mannschaft, dass sie sich gelohnt haben dafür. Und vor allen Dingen, wir wissen selber, wie Fußball ist. Wenn das in eine andere Richtung heute gegangen wäre, dann wäre der Rucksack schon richtig groß gewesen. Und deswegen sind wir schon froh, dass wir das Spiel heute für uns entscheiden können entscheiden konnten. Besser gesagt, und jetzt haben wir natürlich eine Riesenaufgabe nochmal im Derby, am Dienstag im Pokal, und dann können wir sicherlich dann mal ins freie Wochenende gehen. Und man hat in beiden Mannschaften aber auch angemerkt, wie anstrengend diese Woche jetzt war. Und wir sind froh, dass wir die drei Punkte in Meppen halten konnten. Wünschen meinen Trainerkollegen und den VfR Aalen alles Gute für die nächsten Spiele, eine gute Heimreise. Dankeschön. VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services.